Morgen zusammen. Es geht auch gleich los mit dem, was ich gerade zeigen will. Also erstmal, ihr seht, hier hat sich einiges getan. Logistiknetzwerk gut ausgebaut und so weiter. Und ich habe die Mauer schön. Das zeige ich euch gleich. Aber wie ihr hier seht, hier die Umweltverschmutzung kommt an so ein Nest hin. Und hier ist mir was aufgefallen. Die Viecher, die sich hier bilden, ich habe die mal mitgezählt, wenn die ihren Angriff machen, laufen immer hier hin. Daran sehen wir jetzt dann gleich. Auf jeden Fall, der Punkt ist, die Viecher werden immer mehr. Also die haben am Anfang einen Angriff gestartet. Den ersten, den ich mitbekommen habe, da waren es drei Viecher oder so. Und jetzt habe ich hier schon neun gezählt. Wollen wir nochmal schauen. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja, es sind noch neun. Ich weiß es nicht, wo wir gerade sind. Ob das, also wenn das jetzt bei jedem Durchlauf immer eins mehr wird oder halt generell. Ich hoffe, es gibt eine Obergrenze, weil ja, kann ja unendlich viel werden, oder? Und sonst. Also, wir werden mal schauen, was passiert. Und ihr seht, ich habe jetzt hier mich richtig eingebunkert, Red Laser gebaut, überall die Mauer hier richtig dicht gemacht, weil wir jetzt schon öfter. Also, ihr seht, man sieht das auch in der Gesamtkarte hier. Mal raus scrolle. Hier. Also man kommt nicht hinterher, die ganzen Nester immer wegzumachen, wenn da irgendwie eins auftaucht. Das sind so viele, also die expandieren echt ziemlich heftig. Da müsste man hier, ich glaube, jede halbe Stunde müsste man einmal rumfahren und hier wieder Nester wegmachen. Das packe ich einfach nicht. Warum habe ich mich jetzt hier so gut wie möglich eingebunkert? Ja, hier oben ist mal vorbereitet, weil ich dann hier dicht machen will. Das heißt, da hole ich mir diesen Abschnitt noch. Dann mache ich hier dicht und da dicht oder so. Also ich kann es vergrößern. Das egal. War mal so eine Idee. Wahrscheinlich brauche ich es auch gar nicht. Aber mal schauen. Also die sind schon echt nah dran jetzt. Ich auch. Wir dürfen das nicht verpassen. Hier hoch. Ja, jetzt greifen sie an. Also jetzt schauen wir mal, wie viele es sind. 2, 3, 4, 5, 6. 9, 11. Und er, wenn er noch mitkommt, der 12. Macht aber nicht. Ja, okay, noch ist easy. Aber hey, wenn es jetzt immer mehr werden, sagen wir mal, das waren es 11. Wenn jetzt nächste Runde irgendwie 12, 13, also keine Ahnung, wie viel ich pack. Ich glaube, bei 50 wird schon kritisch hier. Auch noch ein bisschen Zeit, aber. Ja. Genau, ansonsten den Reaktor kann ich schon mal kurz herzeigen. Den habe ich ein bisschen gepimpt. Und das letzte Mal hier oben, weil ich gedacht habe, sind gar nicht voll. Doch, waren schon voll. Ich hatte nur den alternativen Modus nicht an. Also hat man es nicht gesehen. Die Dinger sind durchaus voll. Ich brauche unbedingt die Kovarix-Anreicherung. Die kriege ich aber erst, wenn ich Weltraumforschung habe. Und dann muss ich erst die Raketenabschussrampe bauen. Genau, den Reaktor habe ich ein bisschen gepimpt. Also man startet am Anfang mit einmal vier Wärmetauschern. Da sorgen sechs Turbinen. Und dann, wenn man aber einen zweiten Reaktor dazu hängt, dann sieht man schon rechts unten plus 100% Nachbarschaftsbonus. Das verdoppelt sich einfach mal. Das heißt, aus diesen sechs Turbinen von dem Reaktor werden dann hier 12 Turbinen. Und selbiges natürlich nochmal für den da drüben. Und wenn ich einen dritten ranhänge, dann kommen hier nochmal sechs Turbinen hin. Also immer sechs Turbinen und natürlich dann auch nochmal vier Wärmetauscher. Genau, also ein 3-3er-Bonus. Also wenn man jetzt hier so einen 4er-Block aufbaut, dann sind 300% das Maximum an Bonus, was man kriegen kann. Genau, und das bringt uns zusammen auf eine Leistung von 176 Megawatt maximal, aktuell gerade, aber mit Solarzellen und Gedöns. Also er packt nicht ganz so viel. Aber naja, immerhin, wir sind schon mal über 100 Megawatt jetzt. Dann bin ich hier schon mal vorbereitet jetzt für um die Raketenbasis zu bauen endlich. Weil hier habe ich mir ein lustiges System überlegt, weil man braucht ja Raketentreibstoff, ne? Und der Raketentreibstoff, der braucht Festbrennstoff.
Und den Festbrennstoff, den gewinnt man aus Öl, beziehungsweise aus Produkten von Öl. Um im Öl ist es ja so, ne? Wenn man das hier anfängt, dann sieht man, hier kommen immer drei Sachen raus: Schweröl, Leichtöl, Flüssiggas. Ne? Das habe ich jetzt so gemacht. Hier habe ich also erstmal von der Abnahme her, hier habe ich so drei Stränge gebaut: Schweröl, Leichtöl, Flüssiggas. Und die pumpe ich hier in verschiedene Tanks. Und die Abstände, die sind auch nicht so zufällig gewählt, sondern das fängt an, also hier ist das Flüssiggas, hier kommt Leichtöl, hier kommt Schweröl. Schweröl brauche ich aktuell nur für Schmierstoffe. Das heißt, es war einmal voll. Achso, wenn einer von diesen Tanks voll ist, dann stockt natürlich die Produktion, ja, dann geht nichts mehr weiter. Also muss man schauen, dass das alles irgendwie im Leben gehalten wird. Und darum habe ich jetzt einmal einen Kreislauf gesagt. Schweröl wird hier in diesen Chemiefabriken dann umgewandelt in Leichtöl. Aber natürlich nur, wenn der Tank zu voll ist. Man sieht, hier sind jetzt 19.000 von 25.000 drin. Und ich habe eingestellt, wenn er über 21.000 ist, dann fängt er hier an, das umzuwandeln. Ja, beziehungsweise wenn er über 20.000 ist, Entschuldigung. Ja. Dann geht es also hier weiter in Leichtöl. Leichtöl macht das gleiche nochmal in Richtung Flüssiggas. Und hier, wenn wir über 21.000 kommen, dann fängt er hier an, Festbrennstoff aus Schweröl zu produzieren. Und den Festbrennstoff, das habe ich hier oben im Flüssiggas dann auch nochmal. Also wenn der Tank hier voll ist, so wie er jetzt gerade ist, auf Anschlag, dann schaltet auch das hier ein, dann produziert er halt Festbrennstoff aus Flüssiggas anstatt aus Schweröl. Das Endprodukt ist immer das gleiche. Also auf jeden Fall ein ganz nettes System hier, reguliert sich eigentlich selber. Und auf jeden Fall habe ich hier immer einen konstanten Nachschub an Festbrennstoff und kann damit jetzt hier schön meinen Raketentreibstoff bauen. Also das sollte laufen. Ja, ich habe vorhin eine Forschung durchlaufen lassen. Ich bin gerade noch komplett am Limit. Aber nichtsdestotrotz, also blaue Chips sind schon mal am Start. Die sind halt jetzt ganz unten in der Kette, die kriegen noch, was übrig bleibt. Und ich habe die Automatisierung, ich habe alles angeschmissen. Also ihr seht, ich produziere sämtliche Fließbänder, sämtliche Tunnel, sämtliche Splitter. Zu den Greifern sind wir noch gar nicht gekommen. Und danach noch sämtliche Fabriken. Also das muss jetzt einmal durchlaufen. Das wird noch ein bisschen dauern, bis hier alles voll ist. Ja, bis sich die Tanks gefüllt haben, bis das jetzt alles mal bis eingependelt hat. Ja. Dann läuft das auch wieder besser hier. Und ja, ansonsten halt jetzt hier war mein Schwerpunkt darin, Mauer aufzubauen. Die Mauer schön zu machen. Ne? Die hier auch gerüstet sind für zukünftige Angriffe. Das Logistiknetzwerk war natürlich auch ganz entscheidend, weil wenn die Mauer immer so ein bisschen angeschossen wird, das hatte ich hier oben, dann kriegen die immer ein bisschen Damage, immer ein bisschen Damage. Aber irgendwann, wenn man sich halt nicht drum kümmert oder es nicht mitkriegt, dann geht es halt irgendwann kaputt. Und so fressen die einen so auf Zeit, fressen die sich einfach rein. Da muss man entgegenwirken. Selbstverständlich habe ich natürlich auch Werkzeuge stelle ich natürlich noch her, die ich gleich in so einen Turm pumpe. Einen Roboterhanger. Und ich habe gesehen, wenn ein Roboterhanger Werkzeug hat, dann holen sich die Drohnen auf jeden Fall von dem. Man kann das nachher noch ein bisschen verteilen, dass man vielleicht mehrere Stellen macht, die Werkzeug zur Verfügung stellen. Aber wenn mal einer da ist, der gefüllt ist mit Reparaturwerkzeug, dann ja, ist man schon mal in der Lage, seine die Mäuer zu reparieren oder alles zu reparieren. Es gibt ja nur ein Reparaturwerkzeug. Genau, das ist der Stand der Dinge jetzt gerade. Ich habe eigentlich gemeint, in der nächsten Folge gibt es jetzt gleich Weltraum. Aber ja, das muss jetzt erstmal sein. Ich glaube, ich werde immer noch ein bisschen automatisieren müssen und die Produktion habe ich ziemlich hochgefahren jetzt. Hier, ich habe Kupfer habe ich schön. Da geht jetzt auch was. Alles sehr optimiert. Habe ich schon ein paar Module reingeballert. Ja, also im Moment passt sich das.
Oh, ja, jetzt wird es dann echt daran gehen, hier einen Weltraum aufzubauen. In der nächsten Folge kommt es bestimmt. Ja. Dann geht's ab in den Weltraum. Genau, das war mal ein kleiner Überblick. Es waren jetzt ungefähr jetzt mal 10 Stunden Spielzeit, also vom letzten Video bis zu dem, wo die letzten 10 Stunden passiert ist. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.